glaube ich. Na komm, bauen wir es dahin. So, kommt denn noch genug Nahrung rein? Ja, Nahrung sieht ganz gut aus. Den Köhler. Den sollten wir vielleicht dann hier auch in der Nähe machen von dem Förster. Wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Drehen wir den mal um. Können wir unsere Ansicht? Ja, genau. Dann brauchen wir den nämlich gucken so. Oder, hör mal ganz kurz, Straße, da, okay, da geht es. Na, ist leider nicht ganz genauso groß, aber egal. So, zack. Abhäusen und anpflanzen, präsentiert das Pflanzen von Obstbäumen, nicht Obstbäumen. Alle Bäume fällen. Nur nicht Fruchtbäume fällen. Genau. Genau, so. Plus 30 Produktivität. 50 Waldstadt. Ja, je mehr Förster wir besetzen, besitzen, desto mehr kommt dann auch bei rum. Gibt Bonusse. Noch ein Förster. Oder noch ein Obstsammler. Nehmen wir mal den Förster mit. Noch einen zweiten Förster kann nicht schaden. So, dann bauen wir hier auch noch mal ein bisschen Lagerplatz. Ne, why not? Ja, Windows meldet sich mal wieder. Das nochmal. Können wir das abbrechen? Ja, genau. Das nochmal abreißen. Es tut mir leid gerade für das Gebimmel. So. Gibt es hier nochmal ein Lager hin? Ich glaube, du musst die Straße nicht an Gebäude nahezu von alleine gebaut, so wie es aussieht. Ja, kann sein. Wir werden es gleich nochmal austesten. Aber danke fürs Aufpassen. So, Forschung ist auch bald durch. Können wir die... Ah, verdammt, können wir nicht aus... Ziegelsteine. Was haben wir hier? Brücke, Schotterstraßen, nochmal ein paar Äcker und noch ein Haus. Ja, auch ganz wichtig. Vielleicht hier neben dem Statistikbüro. Wir brauchen nämlich noch ein Piepelchen. Und Fisch muss auch produziert werden. Neue Karte. Jagdhütte. 25 Personen fühlen sich jetzt in kleine Ortschaft zu Hause. Sparsamkeitsbuch. Senkt den Unterhalt um 50%. Goldrausch. Produktion aus Goldmine. Haben wir noch nicht. Bergbauausrüstung. 30 Produktivitätsbonus für Minen, wenn du einen Schmied gebaut hast. Nehme ich das. Das Arbeitsamt wurde freigeschaltet. Freigeschaltet, Häuserausbau, Freischaltung. Häuser können verbessert werden, okay. Sind wir noch nicht ganz durch. Also, der Fertigkeitsbaum hier ist auch nicht schlecht. Jetzt ist die Forschung durch. Keramik. Stellt Keramik aus Ton her. Bierbrauen. Einflusspunkte. Bogenschießstand. Provinz erobern. Vasalisieren, okay. Backen. Bibliothek. Ich glaube, wir nehmen die Keramik mit.
Oder auch nicht. Außenhandel. Erhöht die Zahl der Einwanderer um 20%. Oder Kartoffelsamen. Nehmen wir die Kartoffelsamen mit. Okay, das wird hier... Ah, das wird dann automatisch freigeschaltet, okay. Geil. Das Arbeitsamt wurde freigeschaltet. Sobald du es gebaut hast, erhältst du die Möglichkeit, die Jobpriorität weltweit zu verwalten. So, medizinische Kräuter. Das ist gut. Und gut, was freigeschaltet. Nahrung sieht auch noch okay aus. Angelhütte. Nehme ich nochmal mit. Wir haben auch so einen Einflussbereich. Nummer zwei. Ja, ein bisschen, aber es müsste gehen. So. Schon wieder neue Karten. Köhler, Jagdhütte. Nehmen wir die Jagdhütte mit. So, das läuft. Läuft gut. Hier das Häuschen. Sehr schön. Ich sehe gerade, die habe ich missgebaut. Ja, weg damit. Also sehr schön. Haben wir schon mal ein Feld. Machen wir gleich den nächsten Acker. Hier hinten wäre es natürlich optimal für grün. Hallo, Haro 82. Sei gegrüßt. Holzkohleumwandlung. Okay, ihr sollt mal eigentlich ein bisschen Gas geben hier. Speicher verwalten könnten wir auch machen, aber wollen wir noch nicht. Also wie gesagt, wir brauchen noch mehr Holz. Kommen wir nicht drum herum. Nahrung 428. Ja, komm. Wir holen uns das und werden das jetzt hier mal ent... alles mal so ein bisschen wegmachen und dann werden wir hier noch ein paar schöne Felder bauen. Das ist der Plan. Und das Arbeitsamt müssen wir auch noch bauen, das Jobcenter. Es ist irgendwie so ein bisschen deprimierend. Ganz ehrlich, es ist ein bisschen deprimierend. Haben wir hier eine Straße? Ja, haben wir. Okay, können wir dich da in schön hinbauen? Eher nicht, ne? Ja doch, dann hätten wir da einen Platz frei. Ich will eigentlich Verwaltungsgebäude eigentlich so in die Richtung hier haben. Aber das wird wohl so nicht gehen. Verdammt. Komm. Nein, jetzt nicht. Kein Handel. Pilzfarm, kaufe Holz. Nein. Alles gut. Hausstufe 1 von 7. 7 von 8. Aber insgesamt muss man sagen, es sieht ganz gut aus. Schweinefarm. Boah, die ist ja riesig, die Schweinefarm. Kann nicht auf Wüste gebaut werden, okay. Wir haben gerade ein bisschen Holzmangel, ne? Definitiv. Oh. Kohle wird produziert für den Winter. Nahrung kommt rein. Läuft, sieht ganz gut aus. Ja. Ah, Winter. Eieieiei. Wir haben 200 Kohle.
Oh, und ein Obdachlosen, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut gerade. Das geht gar nicht. Einen Obdachlosen zu haben ist nicht gut. Wie war das mit dem Priorisierten Jobpriorität? Okay, kann ich jetzt gerade nichts nehmen. Kaufe Holz, Pilzfarm, sammelt Pilz mit Holz. Baue Kohle aus Kohleminen ab. Nehme ich mit. Man kann auch nur begrenzt Karten haben. Ich glaube 6 Stück oder sowas. Haben wir hier irgendwie Kohle? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir hier Kohle haben. Was ist denn das? Waldkachel, Fruchtbarkeit, Temperatur, Kohleerz. Ah, okay, das geht. Wir können hier eine Kohlemine bauen. Geil. Geht. Ja, da wird's nichts, da wird's nicht, da wird es nichts. So, damit haben wir das Problem mit dem Köhler dann hoffentlich auch erledigt. Schotter. So, zack, das machen wir mal so. Ja, die haben keine Häuser, ich weiß. Eigentlich müsste das Priorität haben, aber ich kann es irgendwie nicht, noch nicht auf Priorität setzen. Witzigerweise. Rathaus, Stufe 3 für 1000 Golddinger. Schon hart. So, jetzt können wir was einstellen. Prioritäten. Acker. Okay, ist jetzt gerade klar. Braucht man momentan nicht. Dann kann der nämlich dann quasi schlafen gehen. Wenn wir, wenn wir die Kohlemine haben. Mal ganz kurz gucken, ob hier hinten irgendwelche Viecher sind. Tiere? Sind hier Tiere? Nicht danach aus. Verdammt. Im Bau. 71%, okay. Es wird. Wir machen aber gleich nochmal eins hinterher. Direkt so hier so im Stadtzentrum. Förster hätten wir noch. Noch einen Steinbruch. Nehme ich mit. Steinbruch nehme ich mit. Okay, drehen wir um. Vielleicht können wir gleich direkt da anbauen. 110 Holz. Und das geht. Können wir direkt daneben bauen. Möbelwerkstatt freigestellt. Möchten Sie eine Möbelwerkstatt? Die Musik ist so entspannend, dass mir die Augen zufallen von Müdigkeit. Okay. Ja, es ist ein bisschen ruhiger, ne? Nach den ganzen Action am Samstag und so weiter, denke ich mal, ist das mal ganz angenehm für einen Montag. Ne, dass man da einfach mal ein bisschen abschaltet. Ein bisschen runterkommt. Ich denke mal, es kann gar nicht schaden. Mehr als 8 sein. Kleiner als... Ah, oh, das ist echt... Wird Zeit, dass wir da die Dings freischalten.
Alles klar, Amix, in Ordnung. Danke, dass du das gemacht hast. So. Das läuft. Ich mache mal ein bisschen schneller, damit wir vorankommen. Steine. Steine haben wir gerade nicht. Da müssen wir auf jeden Fall hier gegenhalten. Mit den Steinen. Und dann hier anfangen, auf jeden Fall noch ein paar Felder hinzubauen. Ich mache mal jetzt wieder ein bisschen langsamer. Acker. Hier können wir gut was machen in die Richtung. Müsste gut gehen. Ja, okay, so. Fläche ist zu groß. Fläche 63. 65, 65, 64. Also es bietet sich echt an, hier diese Längsdinger zu nehmen. Töpferkarte für 80 haben wir doch. Lehmgrube freigeschaltet. Möchten Sie Lehmgrube-Karte für 60? Kann ich gerade nicht kaufen. Ärgerlich. Ach, herrlich. Diese entspannte Musik. Einfach mal. Ne? Mal ganz entspannt bauen. So, dann machen wir dann eben noch ein Feld. Passt. Wird doch. Kriegen wir doch alles hin. Nicht genügend Input. Okay, nicht genügend Holz. Ja, das ist klar. Gerade null Holz. Okay, jetzt läuft hier doch wild in der Gegend rum. Also bauen wir hier auch nochmal einen Jäger mit rein. Kann er das da abdecken? ...75, 54. Nahrung ist ein bisschen. Eieiei, ein ganz schöner Drop, ey. Ah, na gut, kommt jetzt auch, weil Winter ist. Zum Glück ist es jetzt Frühling. Okay, warte mal. Mach mal leer hier, komm. Hilft ja nix. Obstsammler, könnten wir nochmal. Eine Jagdhütte brauche ich jetzt gerade nicht. Noch ein Obstsammler. Mehr Nahrung. Okay, da ist 70. Hier hinten wäre deutlich, eindeutig besser. Ja, und hier hinten sowieso 107. 27. Hier ist nicht so viel. Nicht so ganz produktiv. Aber wir könnten nochmal Folgendes machen. Das hier wegnehmen. Das auch nochmal. Und hier mal echt mal Kahlschlag machen. Damit wir da Häuser hinbauen können. Wir müssen dringend wieder Holz ranholen. Machen wir mal 200. Hat das jetzt geschafft? Ne, hat er nicht. Zwei. Hallo. 200. Nicht übertreiben. Wie sieht's hier aus? Hier sieht's gut aus. Steinbruch. Kohlemine, wieso hatten der 200 und der auch 200? Hm, egal, wieso ist das Spiel pausiert? Ah, es fehlt noch an Holz. Es fehlt noch an Holz. Es wird aber irgendwo fleißig geklöppelt hier.
Das ist wirklich gerade so ein bisschen voll Smoothie. So richtig. Richtig tiefenentspannt jetzt, ne? So für einen Montag. Why not? Das Einzige, was momentan fehlt, ist Holz, ne? Dass die hier vorankommen. Ja, noch ein Obstsammler, den wir dann vielleicht da oben hinpacken. Töpfer braucht man nicht. Lehmgrube. Ja, das ist gut. Muss neben einem Fluss gebaut werden. Na, da haben wir doch was Passendes. Das passt doch hier. Dann drehen wir dich mal um. Müsste doch gehen. Kriege ich dich da ran? Nee, leider nicht. Das Spiel kann man übrigens auch zu zweit spielen, was ich ganz cool finde eigentlich. Obwohl, eigentlich passt das da nicht so gut hin. Naja, ist egal, wir brauchen es erstmal nicht. Nicht so schlimm. Komm, Leute, macht mal ein bisschen, gibt mal ein bisschen Gas. Wir brauchen ein bisschen mehr Power. Wir haben gerade echt null Holz. Ich pack mal Förster nach oben. Damit das hier echt ein bisschen vorankommt. Wir sollten vielleicht noch ein paar Häuser bauen. So, sagte er und achtete nicht auf seinen Holzvorrat. Ich finde das so cool, dass man die auch upgraden kann, forschen kann. Also es ist eigentlich alles richtig. Aber Nahrung, okay, Nahrung ist... Okay, ich mach mal volle Pulle. Wir müssen vorankommen. Flitzi, flitzi. Aufgabe abgeschlossen. Produziere 500 Fisch. Jawohl. Kooperatives Fischen. 10% Fischproduktion bei 2 oder mehr Fischerhütten. Die Global Slot Karte muss in das Rathaus gesteckt werden. Okay, alles klar. Machen wir mal ins Rathaus. Das ist das hier. Mal ganz kurz. Ja, ja. Global Slot. So. 10% mehr Fisch. Immer gut. Möbelwerkstatt. Möbel aus Holz herstellen. Da haben wir ja gerade ein bisschen Probleme. So, dann machen wir mal Folgendes. Werden wir mal unseren Gegner mal ein bisschen ärgern, ne? So, wie war das? Klauen. Stehle gleich, also Gold gleich der Bevölkerung des Zielspielers. Verwende sie in der Stadthalle. Sie haben 27 von Ruhen geklaut. Alles klar. Schau mal einer an. So baut er also. Okay. Läuft. Sieht gar nicht mal so scheiße aus bei uns. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Kohle ranbekommen, also Money und so weiter, dann sieht die Sache ganz anders aus. Einen Schmied gebaut, das haben wir ja noch nicht. Schweinefarm. Okay, alles klar. Wie sieht's denn hier aus? 119. Ich will jetzt eigentlich keine Nahrung weggeben, das ist mir ein bisschen zu heiß sonst. Lieber nicht. Lieber keine Nahrung. Lieber keine Nahrung. Wie sieht's hier aus? Das können wir mal wegnehmen. Machen wir weg hier.
Bierbrauerei. Jawohl, darauf haben wir doch gewartet, oder? für 80 kaufen. Na komm, wir nehmen es mit. Braut Weizen zu Bier. Ihre Arbeiterzahl ist jetzt null. Jeder Bürger ist in einem Gebäude beschäftigt. Es gibt keinen freien Arbeiter mehr, die ständig Ressourcen tragen oder abbauen. Dies führt zu Logistikproblemen wie einer verlangsamten Produktion oder dass Ressourcen nicht abgeholt werden. Um deine Arbeiterzahl zu erhöhen, verweise entweder Arbeiter aus Gebäuden oder stelle die Arbeiteranzahl in der Stadthalle oder den Arbeiterbüro manuell ein. Okay. 4. Ja, alle hier, alle dabei. Bauarbeiter machen wir mal ein bisschen weniger. Okay. Jetzt passt es. Zwei Bauarbeiter, der Rest schleppt erstmal. Geht nicht anders. Ah, wie schön entspannt. Aber immer noch Holzprobleme, ne? Holz ist noch nicht so der Burner gerade. Aber das kriegen wir auch hin. Da wäre schön. Warte mal kurz. Ich habe diese Woche eine andere Schicht, komme zu Hause um 17 Uhr an und habe 3 Nordmissionen gespielt, okay? Fleißig? Fleißig, fleißig. Jagdhütte, nee. Pilzfarm, sammel Pilz. Momentan ist echt Holz das Problem, das heißt, wir müssten eigentlich noch mehr Förster bauen. Noch mehr. Die dann hier wie die Irren hier anbauen. Wäre schon nicht schlecht. Wenn ihr euch hier wundert, warum ich die ganze Zeit um die Ecke gucke, ich beobachte momentan den Hund so ein bisschen. Der ist so ein bisschen ballerballer gerade. So, nächste Feld ist fertig. Sehr schön. Endlich. Läuft. Mehr Produktion, bitte. Also gleich mal hochrüsten. Wow, okay. 1000, oh, es ist echt heftig. Holzmanagement. Baumfeldtechnik. 50 Produktivität. Ja, komm. Nehmen wir doch, ne? Sehr schön. Die dritte war Kane's Turm. Die letzte und schwerste. Einmal verloren und beim zweiten Mal knapp geschafft. Eieiei. Kane's Turm, ja, ich erinnere mich dran.